Was meint ihr denn, wer ist denn hier der Mechaniker? Ah, was? Das wirst du nicht erwarten. Wie viele Kilometer seid ihr gefahren mit den 6 Kolbenringen, mit den kaputten? Ja, das ist meine neue Wohnung. Ich habe gesagt, ich ziehe um, ne? Ja, das ist die neue Wohnung. Scherz beiseite, das ist nicht der Michael. Und Michael und seine Frau, die fahren seit 2 Jahren? Seit 2 Jahren, ja. Seit 2 Jahren durch Marokko und Sahara. Alles Mögliche, ja. Mit dem Gefährt. Und jetzt guck mal bitte, das ist jetzt nicht, das ist, ich sitze jetzt hier, ja, und da drüben ist schon das Bett. Also es ist schon auf engstem Raum, aber es ist alles so geil gemacht, habt ihr das hier mit den Minimalismus, ne? Wir sind gerade in Deutschland hier und machen gerade Stopp, renovieren ein bisschen. Genau. Noch so ein paar Sachen am LKW und so. Und das Geile ist, da sagt er, ja, wir machen jetzt nur noch nähere Ziele. Zurzeit kurze Ziele, also nah Nordafrika. Ihr seid freaky. Seit 2 Jahren. Ja. Wie viele Kilometer habt ihr gemacht? Mit dem jetzt 30.000. 30.000? Ja, mit maximal 70. Krasser Scheiß. Aber das ist schon mal cool. Das muss ich mal ganz kurz. Das funktioniert, ja? Das funktioniert, ja klar. Wir sind gerade in der Renovierungsphase, aber ja, also allein der Ofen ist schon cool, weil der ist jetzt nicht leicht, ne? Nee, der wiegt 100 Kilo. Hat 5 kW, also die Bude ist sauschnell warm. Deshalb halt auch die Saunaoptik, ne? Was? 5 kW? Ja. Aber wir können da drauf halt auch super Pizza backen oder so, ne? Das ist echt perfekt. Wie krass, an was ihr alles denkt. Das Pizzaofen ist wichtig? Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ja, ich meine, an sowas musst du erstmal denken. Also ich meine, ich würde an alles denken, nur nicht an, wo kann ich meine Pizza machen? Ja, ich meine, das ist total praktisch, weil Holz findest du überall. Aber nicht in der Sahara. Doch, selbst da. Mhm. Echt? Echt? Und ja, das ist schon gut trocken gelagert, kannst du sofort gut heizen. In der Sahara findest du Holz? Ja. Hätten wir auch nicht gedacht, aber da wächst mehr, gedacht, als man denkt. Das meiste von der Sahara ist ja Steinwüste. Okay. Und da sind halt meistens auch so irgendwelche knöcherigen Akazien oder sowas, ne? Und da findest du schon echt gutes, trockenes Holz. Warte mal, jetzt sind wir im Block. Guck mal. Block gegen Block. Block für Block. Block für Block. Und ihr seid, wie viele Jahre seid ihr verheiratet? Seit 5. Ja. Krass. Ach, jetzt kommt das Coole. Jo. Was meint ihr denn, wer ist denn hier der Mechaniker? Nein. Ja. Krass, ne? Du bist, hast du eine Mechaniker-Ausbildung gemacht und dann? Ne, nicht weitergearbeitet. Wir haben das. Ach, das dann Projekt sofort das Projekt. Wir haben das hierfür gemacht, ja. Ja. Ach was? Ja. Ja, das war tatsächlich dafür. Du hast die Ausbildung gemacht für das Projekt? Ja. Wie geil. Das ist zielorientiert. Fokussiert. Und jetzt? Ja, es ist aber ja nicht so, dass es mir keinen Spaß gemacht hätte, sonst hätte ich das auch nicht gemacht, gell? Also, dass man jetzt gesagt hätte, ja, wir wollen irgendwo hinfahren, ah, wenn dann das Auto kaputt geht, ich muss eine Mechanikerausbildung haben, also sowas nicht. Aber das ist von Vorteil, oder? Ja, ja. Aber wir hatten vorher einen T3 und der war halt ständig am Arsch. Ja. Und dann habe ich halt mal Urlaub genommen, um zu gucken, wie die Büsschenwerkstatt den so repariert und so, hat mich halt interessiert. Und dann habe ich gesagt, ja, würde ich selber gerne können. Deswegen geil ist das gekommen. Und dann haben wir uns in der Zwischenzeit den hier angelacht. Ja, das ist ein Boy, ist das Auto. Also LKW. 71. Lass uns mal von außen angucken. Das ist echt cool, ey. Wir sind gleich hier, wir halten uns gleich wieder raus, okay? Wir sind hier voll reingeplatzt. Der hat eigentlich einen Termin, ne? Und das ist der Folgetermin. Ah, was? Der LKW heißt Hermann, ja? Du musst jetzt hier so rumkommen, pass auf. Pass auf. Das wirst du nicht erwarten. Ah, wie geil, wa? Wie geil ist das denn? Ich mag lila. Ich habe auch ein lilanes Auto. Wie cool, ey. Hammer. Hier mit 30.000 Kilometer. Ja. Ihr fahrt beide abwechselnd? Mittlerweile fahren nur noch ich. Echt? Hammer. Es geht halt schon ziemlich in die Arme und so, ne? Ja. Du hast ein unsynchronisiertes Getriebe. Oh. Keine Servolenkung bei den Reifen.
Wieso habt ihr euch denn dann, warum habt ihr euch denn nicht so einen, weiß nicht, einen jüngeren Unimog oder sowas genommen, oder? Haben wir uns auch angeguckt. Das Ding ist halt nur an dem, das kann noch halt die letzte Schweißerwerkstatt oder so reparieren. Okay. An dem ist halt null Elektronik, gar nichts. Beim Unimog hätte ich auch immer Angst, dass Portalachsen kaputt gehen. Okay, wo kriegt man die Dinger her? Und das hier, also wir haben ein Schweißgerät dabei, da irgendwie kriegst du das Ding immer wieder zum Laufen. Richtig geil. Darf ich hier vor ein Bild machen? Ja, klar. Das muss ich jetzt mal Vollblut machen dann, ne? Ja. Weil sonst macht es keinen Sinn. Sehr geil, ey. Ich feiere das Ding voll ab. Und jetzt euer Plan ist, das jetzt einfach dann weiter zu betreiben? Weil ja. Ja, Open End. Open End. Ja. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 36. Jo, ist noch lange. Ja. Ja. Irgendwann ist der Bart so lang. Ihr macht auch einen Vlog, macht ihr, ne? Ja. Wie genau heißt der Kanal? Hermann unterwegs Serie. Hermann unterwegs. Ja. Müsst ihr reingucken. Ich gucke auch rein. Ich habe es ja gerade erst kennengelernt. Ihr? Ah. Hermann unterwegs.de. Mega, mega geil, ey. Coole Erfahrung, glaube ich, ne? Ja. Aber gerade hatten wir schon gesagt, die können nicht, erstmal nicht mehr irgendeine Wohnung oder so leben. Nee, also irgendwie sowas Großes, das geht nicht mehr. Ja, aber ich meine, wo wird sich jetzt nie, also rein hypothetisch, wenn ihr jetzt überlegt, oh, irgendwann möchten wir mal wieder irgendwie sesshaft werden, muss es Deutschland sein oder habt ihr so viel gesehen, dass ihr sagt, kann auch woanders sein? Ich weiß es nicht, vielleicht haben wir auch irgendwann so viel gesehen, dass es wieder Deutschland wird. Ah, okay. Keine Ahnung, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Es kann auch sein, dass wir uns einfach nur ein Stück Land kaufen und die Karre da draufstehen. Ich weiß es nicht. Echt geil. Ja. Aber was ich echt gemerkt habe, ist, dass uns beiden auch das Unterwegssein gut tut. So nach maximal 2 Wochen an einem Platz müssen wir irgendwo anders hin. Ihr seid so Nomadenvolk geworden, ja? Ja, total. 2 Wochen ist nicht viel. Nee, aber das ist schon lange geworden jetzt. Also ich habe am Anfang war ich so immer so der Unstete bei uns beiden. Dachte so nach 1-2 Tagen musst du weiter. Das ging ja nicht mehr. Also ihr habt jetzt Grundziel Marokko, so, ne, sag ich jetzt einfach mal. Oder jetzt Nordafrika. Ja. Und dann habt ihr jetzt aber nicht komplett durchgetaktet, wo, wann, wie, wo, nein, was, sondern ist einfach so, nein, wie ihr Bock habt. Ja. Das Wetter ist, wenn wir irgendwelche Tipps kriegen oder so von Locals. Und wir denken immer, weißt du, wir machen geile Roadtrips, weißt du? Scheiß der Hund drauf, wir machen gar keine Roadtrips, ey. Einfach mit dem wenigsten, das ist so geil. Ist geil, richtig geil. Ja, dann müssen wir so ein bisschen Bilder noch machen von dem Auto. Ja, auf jeden Fall. Ja. Micha? Ja, gerne. Dankeschön. Ja. Cool. Und deine Frau Sabine. Sabine. Sabine! Ja. Wink mal! Gerade erzählt, er waren 6 Kolbenringe, waren Dulle und das Ding fährt trotzdem. Tschüss! Wie viele Kilometer seid ihr gefahren mit den 6 Kolbenringen, mit den kaputten? Mit den kaputten, bis wir das gemerkt haben am Ölverbrauch. 20 Kilometer. Das ist zuverlässig. Also, ja, absolut. Das ist alles so gebaut halt, dass der, das ist ja ein Versorgungsfahrzeug für den Geländeeinsatz. Von den Russen oder was, ne? Das steht auch im Fahrzeug drüben, es ist kein Fahrzeug, es ist Kriegsgerät. Auch sehr beeindruckend. Ein Panzer geht immer an, immer. Und so ungefähr ist der halt auch konzipiert und das ist halt echt super. Ne? Hammer. Er hat keinen Komfort, also null, aber er fährt wenigstens. Das ist gut. Seit 2 Jahren sind wir unterwegs. Okay, aber jetzt seid ihr in Deutschland, ne? Das heißt, ihr... Wir sind beim Urlaub bei einem Kumpel. Okay. Wir stehen bei dem im Vorgarten. Ach. Unser Schraubergott, der uns geholfen hat, den Motor in Stand zu setzen. Cool. Unter den, der saß gerade drin. Auch mit dem... Ja, klar. Auch mit dem Lila. Finde ich super geil.